Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der SF-Marsch. Ich beginne heute mit einem neuen Aufnahmemodus. Ich denke mal, dass es hoffentlich gut geht. Ton habe ich getestet. An sich ist Bild auch ganz gut. Mal sehen, wie jetzt nachher das entsprechend rüberkommt. Nach der ersten Aufnahme. Wir werden mal Silage voll machen. Dann werden wir die Ballen hier vorne aufnehmen. Dann schauen wir mal gleich mal. Wir haben noch dunkel. Wir werden noch ein bisschen jetzt schauen, dass wir ein bisschen die Zeit totgeschlagen kriegen. Anführungszeichen. Das müssen die Ballen da vorne sein normalerweise. Aber ich prüfe das jetzt halber. Jupp, ist es. Die Silage ist schon mal. Ich habe nochmal Kursplay kurz runtergenommen, wieder rausgenommen. Er hat zwar nach dem Scan gefragt, aber nach Lohn wurde nicht gefragt. Vermute ich mal ganz stark, dass es wieder keinen Lohn gibt. Bezahlt wird übrigens, aber mal sehen. Also ich kann es sonst nicht erklären. Also ja, wie gesagt, der Tag kommt. Wenn der Frühling beginnt, wollte ich im Prinzip alle mal was runternehmen. Bis auf die Gebäude, die ich habe im Prinzip. Maschinen, die ich kenne, werde ich auch behalten. Irgendwas versuchen zu behalten, sobald es so geht. Und alle anderen noch runternehmen. So, ich bin gerade auch entsprechend. Und jetzt werden wir uns um die Tiere kümmern. Beginnen wir den Tag mit Tierfutter und gucken, ob wir entsprechenden Traktor hier zur Verfügung haben. Leerwerk. Ob hier der. Geben wir gleich Wasser. So, sind im ersten Stall. Oh, in der Mitte. In der Mitte. So, ich hoffe, die Musik ist laut genug. Ist aber unterschiedliche Musik, da kommt man noch hinzu. So. Zweiten auch. Ja, das Futter, der Anhänger mit Futter ist nicht hier. Der ist im ersten Stall, beim ersten Hof. So. Das heißt, hier werden wir ganz kurz mal hier in die Ecke gucken. Na, ja, nicht da. Dann gehen wir gleich zum Hof. Oh. Da Schwein. Die geben auch gleich Wasser. Die Kühe, die haben eigentlich noch genug. Aber macht der Gewohnheit. Wir machen alles durch. Da ist der Anhänger, Traktor ist da drinnen, ja. Den haben wir auch schon mal gefunden, den können wir den Traktor gleich nehmen. Den Rest hier abkippen. Und den Hänger draußen stehen lassen. So. Haben sie auch wissen was zu mampfen. So, oben erstmal keine. Frames oder so dergleichen, Unterbrechung. Dann ist alles gut. Bis jetzt. Mal sehen, wie viel Gigabyte die erst auch noch mal hat. Wenn wir arbeiten, werde ich so oder so. Aber je besser, umso bessere Qualität am Ende rauskommt. Ne? Denn was nicht vorhanden ist, kann man nicht den lassen wir so stehen. Denn was nicht vorhanden ist, kann man nicht hinzufügen. So. Haben wir noch mehr Licht? Jo, haben wir. In der inneren Sicht hackt er ein bisschen. Gut, riecht aber ein Spiel. Ich denke mal, Schredderkäse muss mal geladen werden. Neu. Die alten gelöscht. Das war ja von der Thüringenkarte. Jetzt kriegen die Schweine mal Futter.
Ja, eine neue Aufnahmesession, die ich beginne. Mal sehen, wie ich heute noch schaffe, wie viel ich heute noch schaffe. Ich denke mal, dass ich versuche, meine 4 bis 8 Folgen heute zu machen. Und morgen mache ich den Rest. Und mal schauen, wie ich das mit dem Hochladen klappt. Müsste ja Sonntagvormittag dann ausreichend sein. Ich hätte erst putzen sollen. Gut, haben wir nicht gemacht. Ist auch nicht da, der ist ja drüben. Jetzt fahren wir halt schnell rüber zu den anderen Stall, ne? Stellen, der 3 Stück. Wir müssen ja noch mit dem Mais weitermachen. Aber das ist ja noch dunkel, da machen wir nichts, ne? Der Rüben wird auch nicht reif sein und Kartoffel auch nicht. Da nur kleine Felder, das ist nicht so das Problem. Hier sind Leitplanke, da sind wir nicht so günstig, aber vielleicht fahren wir auch noch von oben näher ran. Das ist eh eine Straße. Müssen wir hier mal ranfahren und füttern, ne? Sicherlich werden die kleinen Schweine ein bisschen weniger brauchen als die großen. Und das ist ein. Naja, die wachsen ja noch, ne? Ja, das war nicht viel. Aber bevor sie mir beschweren, sie haben nichts zu futtern, gibt's was. Dann können wir ja am Tage in aller Ruhe um Mais kümmern. Das wird auch mal abgeerntet bekommen. Auch ein bisschen mehr, wo Schweine brauchen nicht viel. Mal gucken im Ton, ja, müsste gar nicht passen. Ist echt schwierig, aber weil das man nicht zeitnah prüfen kann, man muss mal ein bisschen erst nach der Aufnahme. Und wenn man jetzt voll dabei ist und man ist vergesslich, dann ist es mal leicht ganz schnell passiert, dass man, obwohl man eigentlich möchte, trotzdem nicht geprüft hat, ne? Aber ich habe anfangs eine Probeaufnahme gemacht von ein paar Minuten. 1 oder 2. Und ich habe die Musik mal eingestellt. Und habe die mal um die Hälfte zurückgestellt. Ich hatte auch gleich auf 8 gehabt und jetzt habe ich auf 4. Müsste eigentlich besser sein. Soll er nur leicht zu hören sein. Und nicht dominieren. So, Kontrolle. So, die haben genug. Sauberkeit. Gut. Das wollen wir machen. Aber wie gesagt, wir haben gerade gefüttert, da wird es ein bisschen schwierig. So, und die Ränder haben auch gut genug. Das ist Stall Nummer 1. Ne, das ist ja hier gerade der Stall, wo ich bin. Das sind auch noch Ferkel. Die haben schon schön, schön zugelegt. Die 33er sind auch noch Ferkel. Und der 80er sind die großen. Aber da haben wir auch noch Ferkel bei. Da haben wir ein paar mit 12 Kilo. 4 Stück sehe ich da oder 5. Dann noch ein paar 12er, 6er. Dann müssen wir die umstellen nach da und nach da. Dazu müssen wir den ganz kurz beiseite stellen. Decken wir noch zu, ne? Falls Regen kommt. So, gehen wir gleich auf das Hof. Kühe. Wir suchen. Das ist der andere Stall. Der soll später mal unsere Kälber rein. Den darf ich auch nicht löschen. So, da war Gaby dran, das ist ungünstig. Muss ich mal schauen.
10 Minuten schon. Immer schauen nach dem LKW, wo das, wo da einer rumsteht, ne? Nach einer Woche weiß ich natürlich nicht. Drescher. Noch ein Drescher. Einer ist beim Hopfen. Vorbereitung. Und da wird auch ein LKW sein. Ungünstig. Einer war bei der BGH. Aha, ja gut. Der muss auch bleiben. Ja. Wo haben wir einen zweiten? Bestimmt schon da, ne? Ja. Dolly, haben wir einen Dolly? Ein Traktor? Ne, nichts vergessen. Da ist ein Dolly, dann brauchen wir einen Traktor. Einen halbwegs guten Traktor. Haben wir einen zu stehen? Auch nicht. Gibt's doch gar nicht. Wo sind die alle? Einer habe ich Dings, einer ist bei der BGH, einer ist Abfahren von Mais. Ja, dann muss ich den von den Schweinen nehmen. Ich bin leicht müde. Also spät normalerweise so. Ich sollte eigentlich jetzt schon, naja, ins Bett gehen, bin früh, aber irgendwie um die Zeit ist nicht mein Fall. Obwohl ich normalerweise jetzt hier in der Woche Feierabend habe und naja, noch 3 Stunden aufbleibe. Immer mal die anderen Sicht. Sieht man nachts ein bisschen besser im Dunkeln. Hoffe, dass es bald hell wird. Ja, ist zu spät gesehen. Im Dunkeln sieht man die Kreuzung zu spät. So, holen wir einen Dolly und dann werden wir ein paar Schweine hinfahren, bevor das hier zu groß werden. Vorne mal nur zwei. Ich vermute aber ganz stark, wir werden noch einen Stall kaufen müssen. Aber mal schauen. Die Rüben müssen eh weg, die sind von Vorjahr. Leider alles schlecht. Hier im Hof ruckelt ein bisschen, aber das ist glaube ich normal. Die ganzen Gerätschaften muss ich erstmal alles wieder im Schredderkill speichern, also entsprechend wir was Reserve haben. Dann hier alles laden muss oder keine Ahnung, wie es brechen wird. Aber nach einer Folge, meistens nach 2 Folgen, das sind alle normal. So, hin zum Anhänger für die Tiere, ne? Zum Glück ist Wochenende. Das ist 5 Tage, ist eine lange Woche. So, Tiere. So, wir wollen ja die Jungtiere. Das sind die 12 Kilo Tiere. Wir müssen schauen, dass wir auch die richtigen Tiere nehmen und nicht die verkehrten. Ja, die großen sollen hier bleiben, nach Möglichkeit. Weil ich schon Verdacht habe, dass so einige gestorben sind.
Und zwar eine Einfolge, wo im Anhänger Tiere verhungert sind oder gar gestorben sind. Und da weiß ich nicht genau, ob ich da wirklich nur Ferkel drüber gefahren habe. So, bestätigen. Also Tonnen. Das sind sehr schwere Schweine. Ah, das ist der blöde Dolly. Der. Ah, den kann man verschieben. Gut, das kann vielleicht ein Grund sein. Könnte. Wenn die Last nach hinten verliegt, dann ist er ein bisschen stabiler. Jetzt werden wir auf den Weg so fahren, wie wir normalerweise fahren würden. Und zwar links weg und dann den Weg hoch und dann mein Tier rückwärts ranfahren. Jetzt bereue ich eigentlich schon, dass ich keinen LKW genommen habe, weil rückwärts fahren ist mit dem Dolly nicht so einfach. Gut. Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Wir probieren das. So, die Show, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Jetzt sagen wir hier gleich mal Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen oder bis zur nächsten Folge. Tschüss.